Moinsen. Moinsen in the Poinsen. Schauen wir mal, ne? Freunde, checkt als allererstes die Links in der Videobeschreibung ab. Dort findet ihr meine anderen YouTube-Kanäle, meinen Twitch-Kanal, wo ich streame, Facebook, Instagram und alles Wichtige in der Videobeschreibung. Sehr schwierige Map. Weil du hier nicht zur Ruhe kommst, um zu schießen oder so, weil hier nichts existiert, wo du dich mal kurz verstecken kannst. Ich frag mich, wie lange braucht Wargaming, um die neuen Maps endlich ins Spiel zu holen? Ich verstehe das nicht. Wir haben doch diese neuen Maps, da sind ein paar gute mit dabei, also. Warum man sich da jetzt unendlich Zeit lässt, keine Ahnung. Ja. Ekelhaft. Diese Maps, schlechte Laune, ekelhaft. Tja.
Natürlich ziehe ich mir die Kette. Wie gesagt, besucht meinen Twitch-Kanal, Akku Power Twitch ist der Name. Dann schauen wir mal. Und du, kein Bock? Mal sehen, ob die Kollegen das in letzter Sekunde noch verkacken. Also wir haben doch genug Panzer, um diese zwei Leute da zu killen. Was ist los? Wie wär's mal mit HP einsetzen? Ihr seid beide noch Full HP, Alter. Schämt euch. Wirklich. Schämt euch, Alter. Ihr seid beide noch voll AP. Was gibt's denn da zu gammeln? Nein. Na komm, lass ein Ziel auf. Ja, herzlichen Glückwunsch. Man könnte ja mal von hinten auf das Ding schießen, ne? Du bist doch fast Full AP, Alter. Was ist denn dein Problem? Brudi, du verkackst uns die Runde noch. Schieß doch mal. Nutz doch mal deine HP. Ja, der spart seine HP für die nächste Runde, oder was? Ja, jetzt hat er den Su-130er entkommen lassen, ne? Oh, wie zügelig, Junge, fahr! Fahr doch, du bist fast Full HP, Mann, meine Güte, ey. Oh, diese Leute, die noch Full HP sind am Ende des Gefechtes und die HP immer noch am Sparen sind. Nach dem Motto, nächste Woche ist auch nochmal ein Gefecht, da brauche ich noch meine HPs. Meine Güte, du.
Ich habe chronischen Kreditmangel, ne, wie man sieht. Es sind auch alles Maps, wo der Scout sich nicht verstecken kann, ne? Es sind so eklig und dann auch ohne Artis, ne? Also, wer da noch an Zufälle glaubt, es soll dir halt so schlecht wie möglich gemacht werden, oder? Hey, yo, dieser. Wo zum Teufel, Alter? Wie zum Teufel? Oh, Gott. Ich denke mir, komm, benutzt du mal so einen anderen Busch, der nicht so Standard ist. Der da oben, ey, der wird auch nicht beschossen, oder? Jetzt blindshotten die ganze Zeit hier hin. Mein Kommandant ist ausgefallen. Ich habe gar keine Sichtweite mehr. Komische Runden, Mann. Guck mal da. Ach, der ist ins Wasser reingefahren. Mann, was für eine komische Runde, du, ich sag's dir. Was eine komische Runde.
Diese Map wird auch nicht besser, wenn sie weiterhin im Spiel bleibt. Also es gibt so viele Maps, die so undurchdacht sind, ne? Wirklich. Diese Map ist für Scouts einfach ekelhaft. Ekelhaft. Das ist eine Map, die gehört schon vor Jahren gelöscht. Komplett. Hier gibt's keine Bäume, keine Büsche, Alter. Genau wie auf Wadi, Alter. Du bist hier als Scout, bist du halt komplett nutzlos, ne? Da gibt's einen Busch, da kannst du dich reinstellen. Ansonsten bist du halt gearscht. Ja, wow. Dafür habe ich jetzt meine kostbare Lebenszeit verschwendet für diese paar tausend Credits. Wargaming sucht mir auch speziell nur diese Maps aus, damit ich auch bloß keine Credits mache, ne? Das ist schon so gewollt. Jedes Mal, wenn ich Credit Boost anhabe, kriege ich nur die beschissensten. Jetzt kommt bestimmt eine Stadtmap oder so Minen, so kleine Maps. Chinesische Mauer, Urinberg. Beziehungsweise Ruinberg, chinesische Mauer, Himmelsdorf, Paris, ne? Oder diese felsigen Maps, wo du auch keine Büsche hast, ne? Ich wette. Also irgendeine offene Map mit Artis. Na, bitteschön, chinesische Mauer. Ich kenne das Spiel mittlerweile komplett auswendig, ne? Auch die Programmierung des Spiels ist schon längst geknackt, das ist kein Geheimnis mehr, ne? Also zumindest bei mir verarscht mich der Matchmaker von vorne bis hinten. Und das hat auch nichts mit Aluhut oder sonst was zu tun. Ich habe jetzt die letzten Tage im Stream das bewiesen. Ich bin 10, 15 Runden 8er Scout gefahren und ich bin immer auf Himmelsdorf, auf Paris, chinesische Mauer und lauter solchen Maps gelandet, ne? Also so Maps, wo der Scout halt so gut wie komplett nutzlos ist. Dementsprechend mache ich auch keine Credits, ne? So, oder kaum. Es ist einfach die völlige Verarschung des Kunden. Das ist die völlige, absolute, hundertprozentige Kundenverarschung. Du hast Credit Boost am Laufen, fährst einen 8er Scout und kommst nur auf Maps raus, die für den Scout sinnlos sind. Hier hast du auch keinerlei Möglichkeiten mit Tarnung zu arbeiten. Hier alles, hier die paar Bäume, da kriegst du auch keinen Schutz. Wenn du dich hier reinstellst, wirst du trotzdem von da aus gespottet. Absolut nutzlos, diese Maps. Ja, bitteschön. Schon bin ich gespottet. Oh, wenigstens brennt der Kollege da. Sehr nice. Auch eine sinnlose Runde, kann man sagen. Absolutus Maximalus Sinnlosus Mepus Bescheuertus.
Ja, alles funktioniert hier mit Schlachtergasse und Nahkampf. Dementsprechend kriegt man auch die volle Dröhnung, wenn man da irgendwo reinfährt. Ich gehe dann schon mal cappen. Wenn mein Team schlau ist, cappen die jetzt. Ja, das sind keine schönen Runden, ne? Die gewinnt man zwar, aber man hat keinen Spielspaß und man macht kaum Credits, ne? Und irgendein Kacknoob schreibt immer No Cap. Irgendeiner schreibt immer No Cap, Alter. Irgendein Vollhorst. So, eine Runde machen wir noch. Eine Runde, aber was haben wir denn hier für 100% Winrate natürlich. Aber morgens früh funktioniert das noch mit den 100% Winrate oder 70%, aber dann so gegen nachmittags und vor allen Dingen abends, da hast du nur noch die Bots. Da geht die Winrate einfach steil nach unten, Alter. Ob du willst oder nicht. Ob du willst oder nicht. Und er sucht mir jetzt wieder irgend so eine nutzlose Map. Ich schätze mal so eine ganz kleine Map, so Minen oder Ensk Minsk. Oh ja, oder so eine Stadtmap, ja. Bitteschön. Also, wir halten fest, ich habe 4 Runden Scout gespielt und jede Runde war auf irgendwelchen Stadtmaps oder so chinesische Mauer halt, ne, und so weiter und so fort. Tja, keiner hat auf den Scout hier geschossen. Geil, oder? In die Stadt ist auch keiner gefahren. Keiner ist in diese Stadt reingefahren. Die stehen alle da hinten und gucken zu, wie ich hier sterbe. Geil.
Tja, die Stadt ist nicht besetzt. Was soll ich euch sagen, ne? Unser Team hat die Stadt nicht besetzt. Was soll ich euch sagen? Ja, Freunde. Die Stadt ist nicht besetzt. Tja, die Stadt ist nicht besetzt, Freunde. Tja, die Stadt ist nicht besetzt, Freunde. Die Stadt ist nicht besetzt, Freunde. Alle sitzen da in der Mitte und schlafen. Ziele werden nicht abgeaimt. Guck mal, wie der da die ganze Zeit Blindshots machen darf. Keiner schießt auf den da in der Mitte. Einfach traurig. Ein Team voller Bots.
Warum schießt da jetzt keiner? Ja, die drei da in der Mitte bewegen sich halt nicht, ne? Das Problem bei uns sind die drei da in der Mitte, die bewegen sich überhaupt nicht. Die Arti von uns versetzt sich auch nicht. Die Arti müsste da mal wegfahren, ne? Die hier. Die steht jetzt da und wird gleich rausgenommen, weil sie blöd ist. Ja, die Leute da in der Mitte, ne? Überhaupt keine Bewegung. Der war gut, Alter, der war gut. Ja, wie gesagt, die Leute da in der Mitte, keinerlei Bewegung, ne? Ja, keinerlei Bewegung. Und die Arti schießt nicht, weil sie falsch steht. Die Arti hätte schon längst mal die Position mal wechseln müssen. Ja, das war's. Das ist maximales Versagen durch falsche Positionierung, ne? Zu guter Letzt mussten wir noch ein Spiel verlieren, weil unsere Arti nicht irgendwie auf die Ziele in der Mitte schießt, weil sie falsch steht und unsere drei Leute in der Mitte einfach unfähig waren. Die haben halt das ganze Spiel auf nichts geschossen, beziehungsweise haben sich nicht bewegt. Das ist einfach nur traurig, Alter. Hätte ein Sieg werden können. Vor allen Dingen dieser eine, der mich jetzt gerade rausgenommen hat, ne, der war jetzt die ganze Zeit offen. Ich habe den auch gespottet. Es hat halt keiner auf den geschossen die ganze Zeit, ne? Der durfte die ganze Zeit machen, was der will. Ja, die Kollegen hier, die drei da in der Mitte, die haben halt das Spiel verkackt, weil sie die ganze Zeit nicht mitgespielt haben, ne? Dieses da in der Mitte rumsitzen, bis alle sterben, ist halt das Dümmste, was du machen kannst auf der Map. Du brauchst sofort die Stadt direkt am Anfang. Ja, der wird jetzt eh rausgenommen. Genau der Typ da, ne? Der war halt die ganze Zeit offen.
Ja, der ist hinter dir, du Vogel. Oh Gott, oh Gott. Der hätte den jetzt rausgenommen eigentlich, ne? Der verkackt das jetzt sowieso. Wir müssten ein Stück weiter nach rechts, damit der andere gezwungen ist, weiter nach links zu fahren. Ach, der Typ, Junge, ey. Weißt du, wie ich mein, Alter? Ja, der durfte den Damage seines Lebens machen, der Typ, ne? Der hat halt die ganze Zeit nicht mitgespielt. Ja, dieser Su-130er und der Rest von unserem Team haben halt die ganze Zeit da die Mitte nicht abgeaimt. Der Typ war ja mehrfach auf. Stand ja mehrfach offen. Kann man sich ja angucken. Absoluter Schmand. Ja, der durfte machen, was der will, der Typ, ne? Der durfte machen, was der will. So Leute, ich bin da mal weg. Like das Video, abonniert den Kanal, checkt die Links in der Videobeschreibung. Wir sehen uns bis dann. Ciao.